Moin zum dritten und letzten Teil vom Front Wing bauen. Wir starten gleich ins Video, aber ich will vorher einmal kurz berichten, war zum allerersten Mal vollen und das mit meinem kompletten selbstgebauten Kram. Also wirklich vom Foil bis zum Board alles selbst gebaut und es hat wirklich gut funktioniert. Ich habe es am Ende sogar geschafft, ein paar Bahnen zu ziehen. Und das bedeutet doch, dass das alles eigentlich ganz gut gebaut ist. Gebaut sein muss eigentlich. Shape funktioniert. Und auch die Stabilität scheint in Ordnung zu sein. Er hat das Fahren ausgehalten. Und ich hatte sogar ein paar Mal Grundkontakt, wie man hier vielleicht erkennen kann. Und das finde ich ziemlich cool. Insbesondere im Anbetracht des geringen Gewichtes. Wiegt 800 Gramm dieser Flügel, der Originalflügel 2100 Gramm. Der ist schon dann halt leider auch oben. Das kippt dann immer so, wenn man starten will. Das war ein bisschen nervig. Ja, aber insgesamt alles cool. Deswegen verfolgt die Serie bis zum Ende. Dann kriegt ihr auch die ganzen lustigen Fahraufnahmen mit den ganzen Stürzen. Aber jetzt erstmal viel Spaß hier bei diesem Teil. Und ich mache es genauso wie bei dem Mast. Guckt euch das Video auch gerne an. Hier. Dass hier vorne das Laminat einmal um die Kurve geht. Also einmal um diese Anstrebkante herum. Und das Laminat, das dann von unten kommt, auch einmal darüber, damit es hier überlappt. Das ist wichtig, das ist der Grund, warum ich keinen Formbau benutzt habe, damit ich eben diese Überlappung machen kann. Den Wing laminiere ich auf diesem Teil, auf diesem biegbaren Holzbrett, MDF ist das. Und werde das auch mit dem Vakuum hier raufziehen. Und dann, wenn das Vakuum angezogen hat, dann lege ich das über eine Biegeform, die ich vorbereitet habe. Ich spachtel erstmal jetzt noch die Oberfläche mit Harz und Microballoons, um die kleinen Löchlein aufzufüllen, wo ein Kern rausgerissen ist. Das sorgt in erster Linie dafür, dass die Verbindung von dem Carbon und diesem Schaum besser wird. Aber was ich sowieso mal bei der Geschichte noch sagen wollte, ist, dass der Schaum nicht ideal ist dafür. Der ist nicht dicht genug. Also die Dichte ist zu gering, 12 Kilo pro Kubikmeter, das ist einfach so Baumarktschaum. Ich muss stattdessen ein bisschen mehr Carbon verwenden dann, weil der Airex-Schaum, den ich eigentlich verwenden wollte dafür, der ist ein bisschen dünn. Also das ist 3 cm, der ist 2,5. Ja, ist nicht ideal, aber es ist ein Leichtbindflügel, der muss nicht so viel aushalten und der hat durch seine Geometrie einen ziemlich gute Stabilität, weil der so dick ist. Also wird schon passen und ich sammle ja auch Erfahrungswerte jetzt erstmal. Das ist der Vakuumsack. Ich muss den Druck jetzt hier drinnen ganz langsam senken und zwischendurch immer aufpassen, dass der richtig liegt. Ah, Alter! Digga, das ist genau gleich. So, packen wir das gute Stück mal aus. Ich habe richtig Bock. Das hat schon so Spaß gemacht, das so rumzubiegen und zu sehen, das sieht aus wie der Originalflügel. Jetzt bin ich mal gespannt, was rausgekommen ist. Ich habe schon mal drauf gedrückt. Ist hart genug. Entformen macht immer am meisten Spaß. Hier vorne jetzt abgeschnitten und mal rund geschliffen. Das ist ja die Seite, wo das hier, wo die untere Lage hier rumgehen soll. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich kann die untere Lage jetzt bis hier ungefähr machen und dann verschleifen. Dann habe ich immer noch eine ziemlich gute Abrisskante. Hoffentlich eine originale. Genau, hier hat es in der Mitte ganz gut funktioniert, weil die Kante hier dicker ist. Hier wurde es ein bisschen haarig, also gibt es wenig Überlappung. Da muss ich ein bisschen tricksen. Also ich lege dann zwei von den drei Lagen nur genau bis hier zu dieser Grenze. Bis hier. Und die letzte dann hier rum. Da muss ich sehr genau arbeiten. Aber das passt schon. Ja, das läuft eigentlich ziemlich gut.
Und jetzt sorge ich noch dafür, dass es hier hinten eine gute Verbindung gibt. Und zwar nehme ich den Schaum hier in einem Bereich von 4 mm oder so weg. Spachtel jetzt einmal auf mit Harz und Microballoons. Lass es trocknen, verschleife es und dann kommt erst das Laminat drüber. So, hier hinten habe ich es direkt an der Abrisskante abgeklebt. Tja, an dieser sehr wichtigen Stelle ist leider die Kamera ausgefallen, wie man sieht. Deswegen schwenke ich mal über zum Stabilizer, da kann man sehen, was passiert. Also ich klebe bis genau zu dem Rand ein Tape, wo das neue Laminat über das alte überlappen soll. Und wenn das dann ausgehärtet ist, dann kann ich genau bis auf dieses Tape runterschleifen und dann das Tape abziehen und so halt sehr genau kontrollieren, wie die beiden Laminate überlappen. Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem anderen Video, weil ich dieses Runterschleifen auch nicht in diesem Arbeitsschritt hier aufgenommen habe. Und dann hatte ich noch ein bisschen Bedenken bezüglich der Ansprühkante, deswegen habe ich mir da nochmal Schablonen vom Originalflügel abgenommen. Hier bei 5, bei 25 und bei 43 cm, glaube ich. Anhand derer ich das nochmal überprüfen konnte. Dann habe ich im Anschluss nochmal etwas hier aufgespachtelt und dann, das ist so ein bisschen mehr weiß hier, um dann nochmal shapen zu können. Und das Ergebnis ist dann absolut zufriedenstellend. Und wie gesagt, der performt wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob er gut performt, ich bin kein erfahrener Foiler, aber ich hatte kein Problem beim ersten Mal foilen, wohlgemerkt, damit aus dem Wasser zu kommen. Und ja, fliegt, passt schon. Ja, am Ende muss ich jetzt gar nicht groß aufmachen, habe ich noch eine Optik drauf gemacht. Ich bereue das eigentlich, sieht ein bisschen dämlich aus, finde ich. Aber was soll's. So, ich hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Teil, da mache ich diesen Stabilizer. Bis dann!